Werden Kizaru und Saturn die Ströte in einem Tag besiegen? Wird es die große Niederlage der Ströte sein, die als Eckert-Vorfall in die Geschichte eingeht? Wird es diese Niederlage sein, die demnach die Welt erschüttert? All das sind Fragen, die aktuell im Raum stehen. Bevor ich jetzt aber zu den Antworten komme, kannst du mir gerne noch ein Abo dalassen, somit keine weiteren spannenden One-Piece-Themen mehr verpassen und zu einem Teil unserer Barbecue-Crew werden. Es gibt durchaus Argumente, warum die Ströte jetzt verlieren könnten. So haben wir mit Lysop und Franky ja sogar bereits zwei Ströte, die de facto besiegt sind, und solange sich an ihrer Versteinerung nichts ändert, was sich aktuell nicht abzeichnet, sind sie vor allem eins, und zwar ein Handicap. Wenn zum Beispiel ein Kizaru vor einem Verbündeten auf diese Gruppe trifft, haben wir ein echtes Problem. Wenn Figuren wie Lysop und Franky jetzt, und bei ihnen bietet es sich halt an, weil sie kampfunfähig sind, gefangen genommen werden, dann könnte das auch die anderen in eine sehr missliche Lage bringen. Was ist zum Beispiel, wenn Saturn sagt, wir benutzen Lysop und Franky jetzt als Geisel? Das wird Ruffy und die anderen Ströte komplett einschränken. Generell muss man sagen, dass die Verhältnisse aktuell schon zu Ungunsten der Ströte liegen. Auch abgesehen von Lysop und Franky jetzt. Sie sind verteilt, haben bereits gekämpft, kämpfen teilweise immer noch, Vegapunk ist entführt, wird bedroht und York verfolgt nach wie vor ihren Plan. Ruffy ist zwar, da bin ich mir sicher, stärker als Kizaru, aber das heißt nicht, dass Kizaru kein Gegner für ihn wäre und Ruffy automatisch leichtes Spiel hätte, sondern einfach nur, dass er grundlegend ein bisschen stärker ist. Es kann aber Situationen geben, wo das ausgeglichen wird. Schreib du mir auch mal gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Was glaubst du, wer ist stärker, Kizaru oder Ruffy? Der Punkt, warum ich das sage, ist einfach folgender. Selbst unser Top-Kämpfer kann durch Kizaru mindestens mal aufgehalten werden. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie sich ein Sanji oder ein Zoro mit Kizaru beschäftigen können, aber wir sollten nicht vergessen, dass es eben nicht nur Kizaru ist, sondern auch weitere Vizeadmirale, Kapitäne, vielleicht die Seraphim und so weiter. Nehmen wir Saturn mal aus der Rechnung raus, weil wir einfach nicht wissen, wie stark dieser ist. Vielleicht ist Saturn ein Monster, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er Fähigkeiten ähnlich wie eine antike Waffe, die ihm in dieser Situation aber nicht viel bringen. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Aber auch ohne Saturn sind 100 Marineschiffe einfach eine sehr harte Nuss. Trotzdem, jetzt auch mal von der anderen Seite aus betrachtet, was man auch mal so sagen muss, die zahlenmäßige Überlegenheit bringt der Marineseite jetzt nicht so viel, wenn Ruffy in eine Situation kommt, wo er diese mit seinem Königshaki gut erfassen kann. Wir haben bereits auf Fishman Island gesehen, wie er problemlos 50.000 Fischmenschen ausschalten konnte. Mittlerweile kann Ruffy viel besser mit seinem Königshaki umgehen, weshalb wir nicht verwundert darüber sein sollten, wenn er jetzt noch mehr Gegner mit einem Schlag ausschalten kann und es vielleicht auch in diesem Arc tun wird. Das wäre auf jeden Fall mal ein Hype-Moment, den ich unglaublich fühlen würde. Mein Punkt ist einfach folgender. Es hängt ganz stark davon ab, wie Oda die Situation jetzt gestalten möchte. Wenn die Marinesoldaten jetzt einfach zu stark verteilt sind, dann kann Ruffy auch mit seinem Königshaki nicht so viel dagegen machen. Er konnte ja auch nicht einfach die Beast-Piraten von Kaido ausschalten. Wir sollten also in erster Linie mal festhalten, dass Oda aktuell sehr viel Spielraum hat. Er kann es so gestalten, dass Ruffy die Marinekräfte jetzt mit seinem Königshaki erschüttert oder dass er gar nicht erst die Gelegenheit dazu bekommt, das großflächig einzusetzen. Wenn Oda jetzt also eine Niederlage der Ströte erreichen wollen würde, dann könnte er das durchaus tun. Er könnte die Situation aber auch in einen Sieg verwandeln. Von der Ausgangssituation, die wir aktuell haben, ist durchaus beides möglich, auch wenn es schon ziemlich viel wäre, wenn die Ströte jetzt gemeinsam mit ihren aktuellen Kräften die Marine besiegen würde. Aber auch da gibt es eben Faktoren, die das wahrscheinlicher machen. Wenn zum Beispiel Saturn die Kontrolle über die Mark III Pazifister nicht übernehmen kann, dann ist das ein enormer Vorteil für die Seite der Ströte. Wir sollten nicht unterschätzen, was diese Truppen ausrichten können. Zu dieser ganzen Situation ist im letzten Kapitel noch eine unbekannte Variable hinzugekommen, und zwar ein Schiff der Blackbeard-Piraten. Dass es sich dabei um Blackbeard persönlich handelt, ist relativ unwahrscheinlich. Bislang wurde der Eindruck erweckt, dass die Plots zeitgleich geschehen und Blackbeard war bekanntlich auf Winner Island, wo er gegen Law gekämpft hat. Wenn er also nach Egghead kommen wollte, müsste er an Elbaf und damit auch an Shanks vorbei. Das Meer ist wahrscheinlich schon groß genug, um Shanks aus dem Weg zu gehen, aber das ändert nichts an der Distanz, die Blackbeard hätte zurücklegen müssen.
Daher können wir davon ausgehen, dass es nicht Blackbeard persönlich, sondern Crewmitglieder von ihm sein werden. Aber auch diese spitzen das Geschehen natürlich weiter an. Und die Art und Weise, wie sie das tun werden, wird auch das Ergebnis von diesem Arc beeinflussen. Ob auf der anderen Seite ein Verbündeter von den Ströten erscheinen wird, ist möglich, aber bislang zumindest noch nicht geschehen. Ist es jetzt also realistisch, dass die Ströte hier ähnlich wie auf Sabaody innerhalb eines Tages eine tragische Niederlage erleiden und vielleicht sogar in Impel Down landen? Könnte das dann auch zu dem heiß erwarteten Impel Down 2.0 Arc führen, den sich hier wohl die meisten von uns in irgendeiner Art wünschen? Ein Arc, wo Marco und möglicherweise auch die Kreuzgilde Impel Down stürmen und nicht nur die Ströte, sondern auch Figuren wie Bon Clay und Doflamingo befreien? Meine Antwort darauf lautet tatsächlich nein. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein solches Szenario eintreffen wird, aber ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich. Ich sehe einfach nicht, dass es in das Narrativ passt und generell in den Plan von Oda. Wir müssen uns ja nicht nur die Frage stellen, ob dadurch irgendwelche Parallelen aufgebaut werden könnten und ob es aktuell prinzipiell möglich wäre, sondern auch, welche Folgen eine solche Entwicklung hätte. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass Oda seinen Zeitplan, den er zu Beginn der finalen Sage hatte, einhalten wird. Dafür ist mir mit Egghead schon wieder zu viel aufgemacht worden. Aber wenn er geplant hätte, einen zweiten Impel Down Arc mit Ruffy zu schreiben, und das hätte er, wenn es denn so kommen sollte, garantiert geplant, dann würde das eine Menge Zeit in Anspruch nehmen und Oda hätte das natürlich auch gewusst. Das kombiniert mit den Arcs, die sehr wahrscheinlich noch kommen werden, Laugh-Tail, der finale Krieg und wahrscheinlich ein Elbaf und Hachinosu Arc, würden dann doch eindeutig den Rahmen sprengen. Denn es wäre ja nicht nur der Impel Down Arc als solches, der dann kommen müsste und eine Weile dauern würde, darauf würde erstmal eine Reise zurück in die neue Welt bis nach Elbaf oder Hachinosu folgen. Die Frage wäre auch, hätten die Ströte dann noch ihre Roadponeglyphe und ihr Schiff? Ich meine, wie sollten sie verlieren und in Impel Down landen und zugleich entkommt die Thousand Sunny? Vielleicht könnte man sagen, dass ein paar Ströte fliehen und dann entkommen, aber würde das wirklich zu den Ströten passen? Würden sie andere Ströte in den Händen der Marine zurücklassen? Und würde die Marine auf der anderen Seite warten, bis sie Robin und Joyboy hinrichtet? Beides würde ihnen nicht viel bringen, wenn sie nicht etwa eine öffentliche Hinrichtung veranstalten wollen. Und auch dabei wäre ich mir nicht so sicher, warum sie es tun sollten. In beiden Fällen würden sie doch eigentlich nur Gefahr laufen, sich selbst dabei zu schaden. Das ist schon mal der eine Punkt, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass es zu einer derartigen Situation kommen wird. Der andere ist der Wettstreit um die Roadponeglyphe. Denn nicht nur würde ein Impel Down 2.0 Arc mit Ruffy für uns einige Zeit in Anspruch nehmen, er würde auch innerhalb der Handlung eine gewisse Zeit andauern. Erst müssten sie nach Impel Down gebracht werden, dann müssten sie dort ausbrechen und schließlich wieder zurückkommen. Zeit, in der Shanks und Blackbeard Zeit gehabt hätten, den Kampf unter sich auszumachen. Es passt einfach nicht und ich sehe auch keinen Mehrwert, den es der Geschichte langfristig gesehen bringen würde. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem zu einem Impel Down 2.0 Arc kommen wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so einen Arc geben wird, nur eben ohne die Ströte. Mit Marco und vielleicht den alten Whitebeard Piraten und, wer weiß, eventuell auch der Kreuzgilde, die Personen wie Doflamingo rekrutieren möchte. Aber davon mal ganz abgesehen, wäre die Niederlage der Ströte wirklich ein Ereignis, das die Welt erschüttert? Geht der Großteil der Welt nicht ohnehin davon aus, dass die Marine stets siegreich ist? Ist das nicht das Weltbild, das die Weltregierung propagiert und über Jahrhunderte propagiert hat? Daher ergibt es aus dieser Perspektive wesentlich mehr Sinn, dass die Marine hier unterliegt. Was mich jetzt interessieren würde, wie siehst du das? Würdest du es besser finden, wenn die Ströte hier verlieren oder wenn die Marine unterliegt und die Welt erfährt, dass die Marine und auch ein Admiral der Marine von einem Kaiser besiegt wurde? Kommen wir aber nochmal zu einer weiteren Möglichkeit, wie die Ströte verlieren könnten, die jetzt aber nicht ganz so drastisch wäre. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass ein Esbär die Ströte wegteleportiert. Entweder weil es ihm befohlen wird oder weil er tatsächlich zum wahren Kuma wird. Das könnte dann immer noch als Niederlage verpackt werden, wenngleich es auch anders verpackt werden könnte, aber es hätte nicht allzu drastische Konsequenzen. Man könnte es sogar so gestalten, dass alle Ströte zum selben Ort geschickt werden. Dann wäre nur die Frage, was daran die Welt erschüttert. Es müsste irgendetwas anderes sein.
Schreib du mir auch gerne noch dazu deine Idee in die Kommentare. Was könnte die Welt erschüttern? Ansonsten kommst du hier auch noch zu einem weiteren Video von mir, wo ich über die Möglichkeit rede, dass die ganze Welt durch Kuma von den Geschehnissen auf God Valley erfahren könnte und dass das die Welt erschüttert. Schau es dir gerne an und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.